Ist schon wieder so geiles Wetter, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, neuer Tag, heute ist Freitag. Und irgendwie steht hier kein Zug. Was mich wundert. Und wir fahren heute Regionalbahn. Na gut, gucken wir uns das mal an. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, einige von euch werden jetzt berechtigt sagen, hatte er nicht gesagt, er fährt heute RB37? Und warum zeigt er uns in seinem RB37-Vlog die Ausfahrt von Eberswalde? Ja, meistens kommt es ja, wie ihr wisst, anders als man denkt. Und genauso auch heute. Ich sollte ja eigentlich mit dem Jerry, meinem Azubi, zusammen auf der RB37 unterwegs sein und da ein bisschen herordeln. Ja, leider gab es mehrere Umstände, die dazu geführt haben, dass die RB37 heute nicht fährt. An der RB37 selber lag es übrigens nicht, so dass wir das gleich aus der Welt geräumt haben. Aber es muss ein Zug von Eberswalde nach Frankfurt-Oder überführt werden und deswegen hat man uns umgeleitet nach Eberswalde und deswegen kann ich euch auch zeigen, dass ich in Eberswalde in der Ausfahrt stehe. Und das stehe ich mit einem Desiro HC Sechsteiler im wunderschönen Abend, in der wunderschönen Abendsonne. Und wir haben jetzt einen Fahrplan bekommen als Leerpark von Eberswalde über Kreuz Karo, den Berliner Außenring und dann in Köpenick geht es wieder runter auf die Strecke vom RE1 nach Frankfurt-Oder zu fahren. Der momentane Plan ist, dass wir den Zug in Frankfurt-Oder am Bahnsteig abgeben. Es kann aber auch sein, dass wir den noch wegrangieren müssen. Das sehen wir dann. Ja, und deswegen kann ich euch die Einfahrt von Eberswalde zeigen. Gleichzeitig aber auch das Schöne jetzt für mich, als derjenige, der schon im Job ist, mal wieder eine Abwechslung. Endlich, oder was heißt endlich, aber schon wieder mal was Neues. Für Jerry ist es ein bisschen blöd, weil ich glaube, du hattest dich ganz schön gefreut, ne? Auf, ja, ist ja noch ein bisschen was. Auf ein bisschen hin und her fahren, aber er sieht ja jetzt auch noch Zugfahrt. Und vor allem für ihn auch, der hat wirklich was zu erzählen, wenn er wieder zurück in die Schule geht oder in den Unterricht geht, weil er hier draußen, der war jetzt in Eberswalde, wir haben das Werk gesehen, die wollen da gleich einen Kiss hochheben, wir haben Drehgestelle gesehen, wir sind in der Abstellung rumgerannt, Jerry hat seine ersten Weichen selber gedreht und. Alles Sachen, die anderen nicht gemacht haben. Also na, muss man wieder sehen. Und wie gesagt, wie so ein Zug mit 160 rumbolzt, das probieren wir ja gleich nochmal aus. Wir sind laut Fahrplan locker eine Stunde zu früh, aber wir fragen jetzt den Fahrdienstleiter mal, ob wir los können. Ja, dementsprechend machen wir uns mal auf den Weg. Wenn es zwischendurch Interessantes gibt, versuche ich das einzufangen. Auf jeden Fall erzähle ich euch in Frankfurt, wie wir durchgekommen sind. Bis dahin. So, liebe Leute, mittlerweile sind wir, haben wir es fast bis nach Köpenick geschafft. Stehen noch hier im, wer ist das, Adlergestell? Adler, Eichgestell heißt es so, Entschuldigung. Und haben jetzt gerade noch zwei Tschechen-IC Eurocities durchgelassen. Da hinten fährt noch eine S-Bahn vorbei. Und dann wollen wir mal gucken, weil eigentlich fehlt auch noch der RE1 Richtung Frankfurt. Der würde dann wahrscheinlich auch noch vorfahren. So, mal gucken. Mal sehen, wann es weitergeht. Momentan ist mit viel so, wurde relativ langsam so, als wir auf dem Berliner Außenring waren. Sagen wir mal so. Hinter irgendwas hängen wir. Und jetzt hier in Köpenick durch die Einspurigkeit müssen wir uns halt ebenfalls auch hinten anstellen. Na, mal gucken. Ich erzähle euch in Frankfurt, wie wir durchgekommen sind. Ja, liebe Freunde des polnischen Teppichtanzes. Weit gekommen sind wir nicht. Da vorne sieht man Erkner und einen unserer Züge, der in Erkner drin steht. Der hat jetzt kein Problem. Ich habe auch gerade schon bei der Fahrdienstleiterin nachgefragt. Danke für die ganzen Infos. Der dreht einfach hier. Das ist ein kurzer Takt, der nur von Frankfurt-Oder bis nach Erkner fährt. Der hat auch schon Ausfahrt. Der fährt auch gleich los. Und dann dürfen wir hinterher bummeln. Aber das bringt mich aus. Alter Schwede, wäre ich fast umgefallen hier. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Wir stehen in der überhöhten Kurve. Der ganze Zug ist schief. Richtig lustig. Und irgendwen suchen sie hier auch noch. Keine Ahnung. Denn da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist schon die ganze Zeit ein Polizeihubschrauber unterwegs. Spannend, ey, Erkner, das Pflaster schlechthin. Gut, ihr Lieben, dann gucken wir mal, wie wir weiter durchkommen. Nächste Meldung, vielleicht sogar wirklich erst in Frankfurt.
So, ihr Lieben, mittlerweile haben wir es in den quasi Zug nach Hause geschafft. Jerry hat für euch noch den zweiten Teil der Rangierfahrt aufgenommen. Hätte der übrigens nicht dran gedacht, ich hätte es total vergessen wieder. Wenn der Eisenbahn fährt, der denkt an nichts anderes. Egal. Also, wir haben die Butze hier nach Frankfurt-Oder bekommen. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir zwischendurch ewig halten mussten. Und auf dem letzten Stück hatten wir auch noch ein RE1 vor uns. Deswegen mussten wir immer wieder runterbremsen. Aber ansonsten sind wir störungsfrei hier angekommen, sind dann hinten über den Bock nach 4,51 rangiert, haben die Butze da abbestellt und schlafen geschickt, weil die geht erst morgen früh wieder raus. Erst war das anders angedacht, aber jetzt bleibt da stehen. Ja, und wir haben jetzt die Aufgabe, erstmal zurück zu fahren nach Berlin. Wie spät haben wir es jetzt? Weißt du das? 20.38 Uhr. 20.38 Uhr. Wir haben ja noch bis 23.47 Uhr eigentlich Dienst. Das heißt, mit anderen Worten, die schicken uns jetzt erstmal nach Berlin und kurz vor der Einfahrt in Berlin, so am Ostkreuz, Ostbahnhof, da melden wir uns dann nochmal, ob wir noch was zu tun bekommen oder nicht. Und wenn nicht, dann eiern wir weiter nach Hause. Jerry steigt in Berlin ab gleich, ne? Genau. Und ich eiter noch durch bis nach Potsdam. Und ja, dann fassen wir den ganzen Tag nochmal zusammen. Genauso wie gestern bei Stefan habe ich wieder meine Waffe gezogen. Wie hat es dir gefallen heute? Super. Funktioniert. Ein bisschen enttäuscht wegen wenig Fahrten. Aber das stimmt, das stimmt wirklich. Also wir hatten ja eigentlich, wie gesagt, die 37 und da hat man schön oft hin und her peitschen und auch dieses Anhalten und Bremsen, dass wenn man länger dabei ist, wo man sagt so, hey, jo, also ich habe auch nichts dagegen, wenn man eine halbe Stunde einfach nur so durchfahre. Das wäre natürlich für Jerry cool gewesen heute. Das hat leider nicht stattgefunden. Dafür hat er viele andere Sachen gesehen und ich hoffe, dass es bei ihm im Kurs dafür sorgt, dass die sich halt austauschen und sich gegenseitig die Geschichten erzählen. Richtig cool. Aber danke, dass du da warst. War ein schöner Tag heute und euch erzähle ich dann nachher noch, wie der Tag geendet ist und ob der endet. Ne? Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß, also bei den Verspätungsminuten, die manche Züge mitbringen, ich komme erst morgen nach Hause. Man weiß es nicht. Also bis nachher. So, ihr Lieben, mittlerweile sind wir in Berlin-Alexanderplatz angekommen. Und ich habe eben gerade mit der Leitstelle telefoniert und die hat mir gesagt, dass es für mich in meinem Dienst nichts mehr zu tun gibt. Das heißt, ich darf jetzt direkt nach Potsdam weiterfahren. Dann rufe ich noch schnell an und wegen der Schichtabweichung, weil ich ja jetzt ein bisschen kürzer wieder Dienst habe. Und das muss man ja melden. Dann wird das eingetragen. Alles ist gut. Und ja, dann geht es für mich schon ab nach Hause. Der Tag heute war leider für den Azubi ein bisschen blöd. Zum einen, weil wir halt nicht Züge fahren im Regelfall hatten, sondern weil das halt echt eine Sondersituation heute war. Andersrum, so eine Sondersituation hat, glaube ich, keiner seiner Klassenkameraden gehabt. Und dementsprechend ist das schon was Besonderes, wo er vielleicht jetzt noch nicht gleich, aber ich sag mal, wenn er auf seine Schnupperfahrten zurückguckt, dann später tatsächlich viel zu erzählen hat, weil er Sachen gesehen hat, die anderen nicht gesehen haben. Und Leute getroffen hat, die anderen nicht getroffen haben und so Krams. Also ja, und jetzt natürlich sicherlich die Enttäuschung ein bisschen groß, nicht im Regelbetrieb gefahren zu sein, aber das gibt sich noch. Und die Regelbetriebsfahrten, die werden auch bei ihm noch kommen, spätestens, wenn er den Zug selber fährt. Ja. Bitte, ihr Lieben, dann wollen wir das Leiden nicht zu lang machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und morgen fahren wir hoffentlich ganz normale Spätschicht auf dem RE1. Und da haben wir ja in Frankfurt-Oder wieder ein bisschen Zeit in der Pause. Und wenn ich Fragen finde in den Kommentaren, dann versuche ich sie auch morgen wieder zu beantworten. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.